Ja, ich grüße euch. Ich bin jetzt ausnahmsweise mal auf dem Degradi-Kanal auch aktiv. Und zwar, weil wir zwei neue taktische Produkte haben. Und wir sind jetzt hier bei nicht ganz so schönem Wetter und möchten euch die ganz gern vorstellen. Hintergrund des Ganzen ist ganz einfach, optisch sehen die Plattenträger ziemlich gleich aus, haben aber ein paar unterschiedliche Features. Wir haben also hier einmal einen ohne Schnelltrennung und einen mit Schnelltrennung. Und die einzelnen Features, was man damit machen kann, das zeige ich euch gleich. Ja, das ist der erste, der leichtere von den beiden Plattenträgern. Und auch der kommt mit einem Kummerbund. Der ist relativ leicht verstellbar. Sicherung. Und hier über den Klett kann vorne beim Anziehen die Weite ein bisschen verstellt werden. Auf der Rückseite kann man hinten in den Kummerbund greifen und den Kummerbund nochmal über eine Art Schnürung verstellen. Die zeige ich euch dann gleich noch im Detail. Wie üblich bei den Plattenträgern lässt es sich hier öffnen und entweder Weicheinlagen oder Hartplatten in Größe M einschieben. Gleiches gilt für den hier, also für die Vorderseite. Hier kann man auch die Platte nochmal mit einem zusätzlichen Gurtband sichern. Und das kleine Bändchen hier sichert eben vorne den Plattenträger bei niederer Gangart vom Aufgehen. Der kommt mit drei Taschen. Eine Medic-Tasche, eine Triple-Ammo-Pouch und einem Radio-Pouch. Für viele PMS, die im Airsoft-Bereich verwendet werden, ist der Radio-Pouch ein Ticken zu groß. Was aber viele machen ist, wir nehmen den einfach für eine Trinkflasche her. Habe ich auch gemacht. Funktioniert wunderbar. Und ansonsten ist eben einfach noch ein ganz normaler Admin-Pouch dabei. Und logischerweise alle Taschen sind abnehmbar und auch der Plattenträger nachrüstbar über Molle. Ich würde den jetzt nochmal zerlegen, weil das ist nämlich noch eins der Features von dem. Man kann den auch auf die nochmal leichter machen quasi. Und auf die Konfiguration baue ich ihn jetzt mal kurz um. Und dann kann ich euch auch den Kummerbund von hinten zeigen. Dauert einen Moment, bin aber gleich wieder da. Ja, das ist jetzt der Kummerbund abgemacht. Es wird immer wieder in verschiedenen Foren oder auch im Netz behauptet, man könne den Kummerbund auch als Battlebelt nutzen. Das ist Blödsinn, weil ja, man kann ihn zwar aufeinander klettern, aber das macht keinen Sinn. Das ist eine urbane Legende, man kann ihn eben demontieren. Hier sieht man noch hinten die Verstellung. Man hat dann eben zwei Elastikbänder, die dann auch noch ein bisschen bei Bewegung dafür sorgen, dass der Kummerbund nicht zu starr sitzt. Vorne ist er ja starr montiert. Wie gesagt, den kann man abmontieren. Dann hat man eben diesen leichten Plattenträger. Da hat man dann wirklich nur noch die Front und die Rückseite zur Verfügung. Und die Seite wird dann ganz einfach über ein 1,5 Zoll Gurtband mit Schnellverschluss geschlossen. Das ist auch die schnellste Variante, weil man macht den eigentlich nur auf einer Seite auf. Man wirft ihn über wie ein Pullover. Macht die Seite wieder zu und der Plattenträger ist angelegt. Das ist für leichte Outfits ideal. Das ist ideal, wenn man einfach fast zum Schnellgreifen und Überziehen braucht. Man kann sich hinten dann noch eine separat erhältliche Trinkblase aufmontieren. Man hat noch Platz für Werkzeugtools und Speedloader. Man hat die Magazintaschen. Damit hat man eigentlich für ein schnelles Spiel alles, was man braucht. Ja, das war der leichte Plattenträger. Und dann gehen wir jetzt mal über zum größeren. Bis gleich. Ja, hier haben wir jetzt einen zweiten Plattenträger. Der unterscheidet sich, wie gesagt, vom ersten durch ein paar Details. Es fängt einmal damit an, der Kummerbund ist hier, man sieht es, fest vernäht. Das heißt, hier gibt es nur eine Option, man trägt ihn immer mit dem Kummerbund. Er ist immer seitlich geschlossen. Aber auch hier, anderer Unterschied. Dieser Plattenträger kommt sowohl mit einem Innenfach für die Weichanlagen, aber auch mit einem Fach für die Hartplatten. Und hier ist schon eine Dummyplatte mit drin. Das ist jetzt keine, ich sage jetzt mal, Hartplatte
ist eben auch verkauft. Das ist eine einfache Schaumstoffplatte, gibt dem Ganzen aber Stabilität und Form. Und macht es erstmal unnötig, dass man sich nochmal eine neue Platte kauft. Da sind zwei davon dabei, vorne und hinten. Das ist einer der Unterschiede und der große Unterschied bei dem, man sieht es ja auch an den Taschen, sind wieder Admin Pouch, Triple Mac Pouch und Medic Pouch dabei. Radio Pouch ist bei dem eben nicht dabei. Der große Unterschied ist bei dem, es hat ein Schnellabwurfsystem. Und zwar verbirgt sich das hier unten. Das ist ein plastikummandeltes Stahlkabel. Das geht jeweils hier an die Seiten und hier oben ran. Und das System ist so, das sieht man hier ganz gut. Alle Verschlüsse an dem Plattenträger sind durch Ösen mit Schnur gefädelt und dadurch gesichert. Das heißt, das Stahlseil hier dient zur Sicherung der eingefädelten Schnur durch die Ösen. Und entfernt man diese, dann zerlegt sich der Plattenträger quasi, wobei der Klettverschluss immer noch manuell abgeworfen werden muss. Das heißt, die Schnelltrennung dient hier dazu, die Plastikverschlüsse, die Schnellverschlüsse, die ebenfalls dazu dienen, um eben an der Seite den Klettverschluss noch ein bisschen zu sichern, ihn noch ein bisschen sicher zu biegen, zu öffnen. Es ist nicht so, dass wenn sich das öffnet, der Plattenträger zum Beispiel wie bei einer Eagle Cirrus einfach abfällt und dann komplett vom Körper weg ist, sondern er muss immer noch weggezogen werden, die Klettverschlüsse müssen noch geöffnet werden. Was wir oft auch bei anderen Plattenträgern von anderen Marken gefragt wurden, ja, wie ist das, geht das eigentlich auf, wenn ich spiele, geht das auf, wenn ich irgendwie in niedere Gangart bewege oder wenn ich gleite? Nein, tut es nicht, weil, das können wir jetzt mal zeigen, erstmal ist das Ganze hier mit zwei Klettverschlüssen gesichert. Jetzt habe ich die Klettverschlüsse lose und wenn ich jetzt am Seil ziehe, muss ich durchaus Gewalt anwenden, damit das Ganze rausgeht. Und jetzt ist hier eben der Fastex auf. Und selbst wenn das Teil jetzt raus ist, muss ich noch den Klettverschluss aufmachen. Also, gerade wenn man es anhat, wenn man nach unten den Verschluss wegzieht, ist es kein Problem, damit das Ganze schnell, sicher auszulösen. Aber es wird nicht aus Versehen passieren. Ja, das wäre jetzt eigentlich der große Plattenträger. Wie gesagt, das ist eher was, wenn man sich wirklich eine komplette Weste zusammenstellen will. Der ist nicht ganz so modular, da kann man keinen Kummerbund abnehmen. Aber dafür hat man eben wirklich eine komplette Weste und die eben an einem Stück gefertigt ist. Das wären jetzt so die zwei Features von unseren Plattenträgern. Ein bisschen verglichen und ich hoffe, das hat euch die Entscheidung ein bisschen leichter gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.